Marktvolumen, Konsumentenrente und Produzentenrente. Wir gucken uns die Übung 2 an. Es geht um Speicherkarten, die hier verkauft und gekauft werden. Also wer verkauft die? Na klar, die Anbieter, die Produzenten. Die werden hier dargestellt über die Angebotsfunktion und die Nachfrager über die Nachfragefunktion. So, beide haben unterschiedliche Vorstellungen. Die einen wollen natürlich möglichst einen günstigen Preis bezahlen für die Ware und die Anbieter wollen einen möglichst hohen Preis für die Ware haben. Und je nachdem, wie hoch der Marktpreis liegt, das entscheidet ja in einem Polypol nicht der Anbieter oder der Nachfrager, sondern das bildet sich in einem Markt heraus. Aber rein von den Vorstellungen her ist es so, je sozusagen höher der Preis liegt, desto weniger Nachfrager sind da und desto mehr Anbieter sind da. Und je niedriger der Preis ist, desto weniger Anbieter sind da und desto mehr Nachfrager sind da. Und dieser Markt, wenn man ihn in Ruhe lässt, pendelt er sich immer in einem Marktgleichgewicht ein. Das haben wir hier schon in einer der vorherigen Problematiken berechnet zu diesem Beispiel und haben herausbekommen, dass das Marktgleichgewicht bei XG, also der Gleichgewichtsmenge 8,88 und dem Gleichgewichtspreis PG 33,36 Euro pro Stück liegt. Hier nochmal ein Hinweis, das ist nur mathematisch sozusagen. Die 8,88 Mengeneinheiten muss man etwas anders interpretieren, nämlich in Stücken. Und zwar jetzt wirtschaftlich gesehen mal 10.000. Da liegen wir dann also hier bei 88.800, jetzt gerundet 800 Stück, die hier im Marktgleichgewicht gehandelt werden, weil sich der Markt eben auf einen Marktpreis, auf einen Gleichgewichtspreis von 33,36 Euro pro Stück einpendelt. Gut, das wissen wir also schon. Wir sollen hier ein bisschen grafisch jetzt mal agieren. Ich habe das auch soweit vorbereitet. Die Achsen sind hier beschriftet. Das ist die Angebotsfunktion, das ist die Nachfragefunktion. Alle markanten Punkte sind eingezeichnet und beim Marktgleichgewicht habe ich mal zur Seite gestrichelt, zur Y-Achse. Da ist das PG hier, also der Gleichgewichtspreis. Und einmal nach unten gestrichelt zum XG, das ist die Gleichgewichtsmenge. Weil genau dieses Rechteck brauchen wir gleich und diese Strichellinie teilt auch diesen Bereich hier, der sich hier zwischen Y-Achse und den beiden Graphen aufspannt, teilt der in zwei Hälften, nämlich in das obere Dreieck und in das untere Dreieck. Gut, wir sollen jetzt einfach erstmal einzeichnen, wo liegt eigentlich die Konsumentenrente und wo liegt die Produzentenrente und wo liegt das Markt, der Marktumsatz, das Marktvolumen, sagt man auch. Erstmal, wie kürzt man das ab? Konsumentenrente KR ist immer hier oben in dem Dreieck, kann man sich gut merken, immer sozusagen neben, ne, das sind ja die Konsumenten, die hier angesprochen werden, also neben der Nachfragefunktion. Und die Produzentenrente liegt in dem unteren Dreieck, eben neben der Produzentenfunktion, wenn du so willst, also neben der Angebotsfunktion. Ja, und UMGG, also MGG, Marktgleichgewicht, der Umsatz im Marktgleichgewicht zeigt eben das Handelsvolumen, was eben erreicht wird, wenn man zu einem Marktgleichgewichtspreis, also PG, handelt und diese Menge hier verkauft. Spannt sich geometrisch also über dieses Rechteck hier auf, was wir hier für ein Handelsvolumen haben. Jo, das ist erstmal jetzt grafisch das und jetzt wollen wir ein bisschen rechnen. Gut, geometrisch ist also das Handelsvolumen im Marktgleichgewicht dieses Rechteck, also mathematisch gesehen XG, also Länge mal Breite, XG mal PG, ziemlich leichte Rechnung. Wir müssen hier also nur unsere beiden Koordinaten einsetzen, 8,88 mal 33,36 und kriegen raus 296,237. Ist aber nur mathematisch das Ergebnis, wir müssen es wirtschaftlich so interpretieren, dass wir sagen, okay, hier wurde mit Mengeneinheiten gearbeitet. Das muss man jetzt auf Stücke hochrechnen, also alles mal 10.000, eben auch hier das Ergebnis mal 10.000. Und schon sieht man, ja, es ist eine sehr viel höhere Zahl, noch eine viel realistischere Zahl, denn es werden ja viele Speicherkarten gehandelt. Viele Anbieter gibt es und viele Nachfrager. Und sagen wir mal, in dieser Region, um die es hier geht, innerhalb eines Monats oder innerhalb eines Jahres kommt schnell eine Summe von ja hier fast 3 Millionen Euro zustande. Ja. Das ist realistischer und hier kann man das eben so verstehen, dass wenn man den Markt in Ruhe lässt, dann pendelt er sich hier ein und dann ergibt sich eben auch so ein Handelsvolumen. Und man sagt, meist ist im Marktgleichgewicht das Handelsvolumen optimal, das heißt also maximal groß. Das will der Markt immer möglichst viele Anbieter und Nachfrager zusammenführen und somit halt möglichst hohes Handelsvolumen erzeugen.
Ja, dann die Konsumentenrente. Hier oben siehst du schon die Formel. Die kann man sich relativ leicht auch herleiten. Also wenn es um dieses Dreieck hier geht, wie ergibt sich denn dieses Dreieck? Okay, denken wir mal nicht in diesem Dreieck, sondern machen wir uns das Dreieck mal ein bisschen länger. Also ich bin hier oben an diesem Punkt und gehe jetzt hier mal rüber. Und ich sage, das ist mein Rechteck hier. So, also das hier alles ist mein Rechteck. Und ich will ja von diesem Rechteck nur die Hälfte haben, nur dieses Grüne, ne? So, also wie würde sich dieses Rechteck denn hier geometrisch bilden? Naja, wieder durch Länge mal Breite, also durch das, was ich hier habe, xg mal diese Seite. Und diese Seite hier ist vom Ursprung aus gesehen ph, diese lange Seite, minus diese kurze Seite pg. Also ph minus pg ist das, was hier dazwischen liegt. Und das steht hier in der Klammer. Ph minus pg. Also xg mal ph minus pg ist erstmal grundsätzlich dieses ganze Rechteck. Und wenn man davon jetzt die Hälfte nimmt, das brauchen wir nur, weil es durch diese Diagonale geteilt ist, hat man dieses Dreieck, also 1/2 mal. Ja, das ist die Formel. Wir können also alles einsetzen. Wir haben xg, wir haben pg, wir haben ph, ist der y-Achsenabschnitt. Meine Nachfragefunktion ist hier 60, also wird das hier eingesetzt. Und ich kriege diesen mathematischen Wert von 118,282 raus. Muss man nochmal 10.000 rechnen, wie immer, also auf Stücke hochrechnen und dann hat man hier eine Konsumentenrente von 1.000.000 und ja, 182.816 Euro. Konsumentenrente ganz kurz ist die Summe, ja, die Summe dessen, was die Konsumenten sparen, weil sie das Gut, was sie kaufen wollen, im Marktgleichgewicht kaufen und nicht zu einem höheren Preis, den sie theoretisch bezahlt hätten. Also es gibt Konsumenten, die hätten auch diese Speicherkarte für einen deutlich höheren Preis gekauft, kriegen ihn aber, weil sich der Markt in diesem Marktgleichgewicht eingependelt hat, für einen niedrigeren Preis, nämlich für den Gleichgewichtspreis. Und deswegen sparen sie. Und alles das, was sie hier sparen, das ist eben dieses grüne Dreieck. Und das ist hier eben diese Summe an Geld. Produzentenrente funktioniert genauso, ist hier dieses kleine braune Dreieck. Wie rechnet man es aus? Ich denke wieder in diesem Rechteck hier erstmal und will dann die Hälfte haben. Also deswegen hier schon mal das 1/2 hier vorne und dann wieder xg mal, ja, pg minus pm ist diese kurze Strecke hier. So, also rechne ich das aus, setze das ein, xg, pg, pm ist der y-Achsenabschnitt hier von meiner Angebotsfunktion, das ist 20. Und dann komme ich auf 59,318, rechne das hoch, also mal 10.000. Und komme dann hier auf eine Produzentenrente in Summe, also das, was die Produzenten im Marktgleichgewicht mehr einnehmen, als sie eingenommen hätten, wenn sie zu dem Preis verkauft hätten, mit dem sie eigentlich schon zufrieden gewesen wären. Ja, bisschen komplizierter Satz vielleicht. Aber also, es gibt Anbieter, die hätten die Speicherkarten auch für weniger als den Gleichgewichtspreis verkauft. Der Gleichgewichtspreis ist 33,36 €. Es hätte auch Anbieter gegeben, die schon für 30 € verkauft hätten, für 25 € verkauft hätten. Und diese ganzen Anbieter kriegen jetzt im Marktgleichgewicht mehr, weil sie den Gleichgewichtspreis kriegen und stellen sich deswegen besser. Und diese Summe, dieser sozusagen Mehreinnahmen, man nennt das Englisch auch Surplus, das ist eben die Produzentenrente und die ist hier so groß, also fast 600.000 Euro.